Ian Fleming ließ in seinem Buch Goldfinger den Romanhelden Geheimagenten James Bond 007 im stilvollen Aston Martin DB2-4 fahren. Erst in den späteren Kinofilmen erhielt 007 den Aston Martin DB5 als Dienstwagen. Vorgestellt wurde die erste Serie der Aston Martin DB2 Modelle erstmals 1950 auf der New York Motor Show. Schon vor der Serienpräsentation sprachen die Rennerfolge des DB2 für sich. Die erste Serie war als reiner Zweisitzer ausgelegt. Der Nachfolger Aston Martin DB2-4, der im Mai 1953 den DB2 ablöste, bot 2+2 Fahrgästen Platz. Denn im Heck hatte das neue Modell einen Notsitz für zwei weitere Personen. Im Oktober 1955 stellte David Brown dann die nochmals überholte Version des DB2-4 vor. Das hier gezeigte Modell ist eines der letzten Aston Martin DB2-4 Mark I Modelle. Grundsätzlich basiert der Mark I auf dem ersten DB2. Doch äußerlich ist er umgehend an der Lufthutze vor der gebogenen Frontscheibe und an dem Kühlergrill zu erkennen. Die Aston Martin DB2-4 Modelle besitzen einen Kühlergrill mit mehreren Querstäben. Dies soll für eine bessere Luftzirkulation im Motorraum dienen. Die DB2-4 Version besitzt keine Winker, sondern mittlerweile Blinker unterhalb der Frontscheinwerfer. Rund um das Fahrzeug sind Chromelemente angebracht. Die formschöne Karosserie ist in Leichtbauweise konstruiert. Eine Aluminiumhaut ist über einen Gitterrohrrahmen aufgebaut. Am Heck befindet sich eine integrierte Ladeklappe, die bei den ersten DB2 Modellen nicht zu finden ist. Unter der großen nach vorne zu öffnenden Motorhaube arbeitet ein rein Sechszylindermotor mit 2922 Kubik. Damit erreicht der Sportler eine Leistung von fast 140 PS und bringt das Fahrzeug auf knappe 200 km pro Stunde. Das Fahrwerk des DB2-4 ist sportlich ausgelegt und zeigt auf der Straße große Reserven. Lediglich bei langsamen Geschwindigkeiten ist die Lenkung sehr schwergängig. Der Antrieb ist auf die starre Hinterachse mit Blattfedern gelegt. Die Vorderräder sind an Einzelradaufhängung mit Schraubenfedern befestigt. Die Fahrwerkstechnik entstand allerdings noch den Plänen des Vorkriegsmodells Atom. Erst mit der Mark III Serie wurde das Fahrwerk wesentlich verbessert. Insgesamt wurden von den Coupé-Modellen rund 360 Exemplare gebaut.